So, was gibt's denn jetzt Neues hier? Unsichtbarkeitstrank und Donnergebräu. Das können wir eigentlich mal machen. Weil wir ja eh in der Nähe von Hogsmeade immer sind. Also wir können immer eine Schnellreise machen. Und dann können wir die Tränke kaufen. Wir haben mittlerweile das Geld wieder. Wir hatten ja das Geld am Anfang gar nicht, als wir das letzte Mal probiert haben. Auf geht's nach Hogsmeade. Dann kriegen wir bestimmt dann wieder irgendeinen Zaubertrank oder so. Hier war das drin. Hallo, Sie sind also auf der Suche nach Tränken, ja? Ja, kann man so sagen. Und wir können auch mal Sachen verkaufen gleich. Das machen wir aber gleich. Erstmal Tränke. Einmal Donnergebräu brauchen wir. Eine weise Entscheidung. Und einen Unsichtbarkeitstrank. So, dann müssen wir uns kurz equippen, richtig? Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Damit wir immer das Beste equipped haben. Darf man nicht unterschätzen. Handschuhe haben wir schon. Brille, da kriegen wir eine neue, glaube ich. 45 und 44, 45. Let's go. Wieder sehr schick angezogen. Die Brille ändern wir. Zack. Einmal geskinnt. Kopfbekleidung haben wir neue. Ah, die hätten wir im Raum der Wünsche gerade schätzen können. Ah, fuck, egal. Okay. Schal. Der neue ist schlechter. Mantel und Umhänge. Hätten wir auch schätzen können. Oh, come on. Outfit. Das ist gleich, aber das andere ist mehr wert, deswegen verkauft man das andere. Let's go. Ich hatte irgendwie im Gefühl, ich hätte mehr gefunden. Wie kann ich heute behilflich sein? Sehr gut. Es schadet nie, meine Vorräte aufzufüllen. Und Zeug, was er gar nicht verkauft. Perfekt, oder? Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis bald. Schauen wir mal, ne? So. Jetzt müssen wir Gegner finden. Das ist immer fast das Schwierigste. Ein Demigeist. Wo war da ein Demigeist? Hier hat er das gesagt, oder? Wo hat er den gesehen? Ist das da oben an der... Nee. Rebellion. Darum fliegt jetzt mal eine... Akir. Auf Buchseite. Wo hat er den Demigeist gesehen? Das kann ja nicht hinterm Schloss sein, weil wir das Schloss ja brauchen. Rebellion. Keine Ahnung. Und hier auch noch rüber, damit ich den Besen benutzen kann. Dann geht hier immer noch nicht. Hier ist hinterm Grab ein kleines Versteck. Wie weit muss man denn hier laufen, dass man den Besen benutzen kann? Manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade. Ich will nicht nach Hogsmeade. Ich will einfach nur raus, kurz. Rebellion! Nichts in der Nähe. Und ab hier kann man dann irgendwo auch wieder den Dings benutzen, aber da vorne sind schon Gegner. Und da müssen wir das gar nicht. Unsichtbarkeitstrank, let's go. Donnergebräu, ist das das? Hallo? Ach
Hast du schon dabei? Ah, jetzt muss ich zu dir das was drauf machen. Komm, bring! Tag hier! Idioto! Mal auf zu Professor Sharp. Da können wir eine Schnellreise hin machen. Ziemlich safe. Ja, der ist in Hogwarts natürlich. Hogsmart. Wie komme ich denn darauf? Aber wo ist der genau da? Gehen wir mal erstmal hier hin und gucken dann weiter. Wir werden ihn schon finden. Ne? Was habt ihr euch überhaupt zu essen bestellt, Fabi? So, einmal rein. 140 Meter. Ich fliege nicht gern auf Besen. Die sind wieder zugange, die Rüstungsdinger. Was ist das hier? Achso, da war eine Kiste hinter meiner. Die habe ich aber schon geplündert, oder? Ja, ist nervt. Ich habe mich kurz zurückgeändert. Ich würde gern deine Eltern. Wichtig? Ich weiß zwar nicht wofür, aber wichtig. Wieder mal auf Abenteuertour? Haben Sie die Aufgaben erledigt? Natürlich. Die Aufgaben sind erfüllt, Professor. Gar kein Problem. So, so. Ich gehe davon aus, Sie waren gründlich. Schließlich führen Abkürzungen natürlich nur ins Verderben. Hab mir das schon gekauft und dann gemacht. Ja, Sir, natürlich. Gut. Normalerweise kümmert mich das nicht, aber bei Ihnen möchte ich sicher gehen, dass Sie gut vorbereitet sind. Mhm. Talent und Entschlossenheit können viel bewirken. Es wäre eine Schande, ja, das jetzt zu verschwenden. Danke, Professor. Und Pizzabrötchen. Lassen Sie sich das nicht zu Kopf steigen. Gut. Oder habt ihr doch keine Schauen bestellt? Wir, wie Sie mit Defindo umgehen. Zauberstab bereit machen. Okay, Defindo lernen wir. Konzentration. Defindo kann gefährlich sein, wenn Sie nicht aufpassen. Let's go. Und Currywurst und Sandal. Sehr gut. Es scheint, sehr als gut hätten Sie Defindo im Griff. Ich möchte Sie noch mal anhalten, hier im Klassenzimmer zu üben. Um Ihrer selbst und aller anderen willen. Was ist denn Defindo überhaupt? Wie sah der aus? War das einer von denen hier? Nein, nein. Hä? Bombarder? Nein. Die hatten wir schon vorher. Ist das der? Nein. Welcher ist Defindo? Bin ich gerade lost? Pegio. Avada Kedavra können wir noch nicht. Nein, 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 nein. Nein, natürlich auch nicht. Nee. Incendio. Nein. Confringo. Defindo. Ah, hier haben wir ihn noch. Professor Sharps Aufgabe 2 auch abgeschlossen. Ja, der sieht doch nice aus. Der rote Kratzer, ja.